würde eine andere Art Video drehen, und zwar Spaß mit Bieren, Multitasking. Genau. Ja. Und zwar geht, hat Bierbewertung Auswirkungen auf Essen und hat Essengucken Auswirkungen auf Bierbewertung. Ja. Das werden wir heute feststellen, ja. Wir werden jetzt hier mit einem unglaublich anspruchsvollen Menü anfangen. Es besteht aus gebratenen Würstchen. Scheiß drauf aufs Fressen. Wichtiger ist, was macht's Bier? Also, wir haben Bing-Dang-Pilsner. Wir hatten es nicht in die Asia-Woche mit reingenommen, weil hier ganz groß draufsteht, ich komme aus Holland. Steht direkt hier über dem Verfallsdatum, ja, Juni, wir sind im Juli, oder wenn wir es hochladen, im August. Daher würde ich sagen, interessante Sache. Bing-Dang, was ist das? Also, wir haben jetzt geguckt. Na, wie überall, wo irgendwie ein großes Bier entsteht im Ausland, waren Deutsche beteiligt. Also laut Wikipedia und meinen rudimentären Englischkenntnissen ist es so, dass es 4,7% in Pilsner ist, ist klar. Und das ist 1929 durch eine deutsche Kolonie in Indonesien, Surabaya, angefangen wurde zu brauen. Und ja, dann kommt wieder der böse Kapitalist aus dem Westen. Heineken hat es dann 1949 Indonesien Heineken übernommen und dann wurde es ein komplettes Heineken 1957. Ja, und dann, und jetzt kommt's, hat es einen Award bekommen für die 50 größten Marken von Indonesien. Und da kam uns natürlich als erstes die Frage, Alter, Indonesien mehr als 50 Biermarken? Nein, nicht Biermarken, Marken! Okay. So wie Deutschland BMW hat. Aber nennt mir mal außer, keine Ahnung, Kinderarbeit gestrickte Fußbälle, was in Indonesien hergestellt wird. Oder keine Ahnung, Sprengstoffjacken für Taliban. Wir wissen es nicht. Wenn ihr was wisst, schreibt was in die Kommentare, warum ich das mit den Taliban gesagt habe. Indonesien ist nämlich tatsächlich das muss, wo die meisten Muslime auf der Welt leben. Das habt ihr nicht gewusst, hä? Ja, das ist reich. Ja. Ja, gut, das ist kein Maßstab, aber trotzdem. Ja, jetzt gucken wir uns nochmal hier diese wunderschöne Flasche an. Bing-Dang, oder wie auch immer. Also, erstens, rot-weiß, das sieht so aus wie hier Mao Zedong, wir folgen dir. Roter Stern drauf. Roter Stern, kommt immer gut, das wisst ihr. Ja. Passt doch irgendwie geil zum Grün, da muss man sagen, der Deckel mega geil, rot-weiß und wieder drumrum. Also es geht drumrum, das Rot-Weiße und auch noch die kleinen Details oben auf dem Deckel und eine Prägung. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin in Indonesien und sage, okay, ich renne damit am Strand rum, es hat eigentlich eine optimale Handform, aber es fehlt jetzt auch schon mal das, wo ich sage, boah, das gab es noch nie, aber es ist schön, 2,5 Punkte. Gut. Warte. Ja, doch. Bemerkungen. Ja. Es hat gewisse Details, die uns immer positiv auffallen. Die Prägung der Deckel, ja, dafür gibt es extra Punkte, deswegen 200 Punkte, da kommen wir drunter mit. Gut, Stefan, jetzt mal bitte aufmachen. Also man sieht, mit welchem vornehmlichen Geschick er die Wurst hält, wie er seine Küchenmesser benutzt, um das Bier zu öffnen, ja. Meine Rasiermesser, scharfen, selbstgeschärften Rasiermesser natürlich. Ja, aufgemacht ist es, sei du so, oder nein, ich bin so gut. Und gießt unser frisch aufgewaschenes Bewertungsglas ein. Ja, was seht ihr hier? Den drei Frauen hat Stefan doch schon geschlafen. Ja, aber in seinen noch, Träumen. Was hier noch viel wichtiger ist, ich gieße das hier schon extra so ein, dass du das Schaum kommt. Und er ist leider sehr gering vorhanden. Wir haben die komplette, ich schätze so eine 0,33er Flasche. Ja, steht nicht mal drauf. Ja, also ich gehe von der 0,33er Flasche komplett hier reinbekommen. Der Schaum ist kaum zu erwähnen, also der kriegt ordentlich Punkteabzug. Ansonsten eine ganz nette Farbe, will ich gar nicht mal meckern. Nicht. Also ich würde vielleicht einen von Schaum geben? Ja, einen von Schaum. Für die Farbe selber, sie ist nicht ganz so. 1,5. Ist ziemlich hell. Ja, ziemlich hell, aber nicht wirklich
klar, so wie wir es gerne mögen. Deswegen, ja. Es sieht einfach dünner aus, schön. 1,5, ja. So, ich muss mich hier mal kurz gerade kümmern. Also, dann machen wir nochmal 2,5 und 1,5 plus 1 macht 5 Punkte. Und jetzt rieche ich mal dran. Also irgendwie riecht es hier übelst nach Wurst, aber ich höre, damit kann das Bier nicht wirklich was dafür. Ja, und wir sind wieder im Asia-Wochen. Also irgendwie, Asiaten, die haben übelst geil drauf, Handys zusammenzuschrauben, unsere geilen Fernseher zu bauen. Aber in Bierscheiße haben die es nicht drauf, obwohl es in Holland gebraut wird. Und ich guck mal, was drin ist. Man muss leider sagen, es kommt nicht viel bei rum. Ja? Also es ist wieder so ein enorm leichtes Bier. Ja? Und Das kommt bei uns nicht gut an. Was heißt denn Barley? Also hier ist Wasser, Malz, Zucker, Barley und Hopfen drin. Kann ich dir nicht sagen. Barley, ich kenne Barley nur von Barley Legal. Aber das ist was anderes. So. Barley sagt mir persönlich nichts. Ja. Was haben wir jetzt für einen Geruch gegeben? 1. Ja, mehr als 1 würde ich dir nicht geben. Sind wir bei 6 Punkten. Ja, hier Schaum, da hat er noch Glück gehabt, dass er ihn gekriegt hat. Aber ja, wir hatten schon schlechtere Biere. Wir hatten schon Biere, die hatten einfach gar keinen Schaum, ja. Die hatten nicht mal am Anfang Schaum. Die hatten eine Resenz von minus. Deswegen, ja, der ist gut weggekommen. Da haben wir noch nicht. Oh, warte. Verantwortung. Schaut euch dieses wunderschöne Gesicht an, was nur eine Mutter lieben kann. Übrigens, seine Mutter mag sein Gesicht nicht, ja, also so viel dazu. Obwohl ich aussehe wie die. Ja. Aber vielleicht ist es der verborgene Selbsthass. Warte mal, die kriegt ja das Video, die ist in meiner Bierkugel. Kriegt sie wirklich. Der Andrunk ist schon relativ hopfig, finde ich persönlich. Aber sonst sehr dünn. Sehr, ja. Sehr. Wir haben wie gesagt vorher das Eyinger bewertet, das war ein helles, das hier ist ein Pilsner. Das Eyinger, das alle noch sprudelt, aber das hier ist ja wirklich dünne. Ja, aber. Aber nicht so schlimm wie in Kronenburg. Also das will ich jetzt mal nicht so vergleichen. Wir müssen ja immer so gewisse Maßstäbe schaffen. Aber wir müssen auch, oder ich will auch explizit dazu sagen, dass allgemein die asiatischen Biere, in denen sich ja eher dünne sind. Es ist jetzt. Für ein Asiatisch ist schon heftig kräftig. Ja, ein Asiate selber würde wahrscheinlich sagen, Alter, nimm mir das Bier ab, das ist viel zu harte. Ja. Ja, aber wir sind ja nun mal keine Asiaten und wir die Videos werden es auch nicht bis in den asiatischen Raum schaffen. Ja, da müssen wir mal realistisch bleiben. Deswegen. 1,5. Also was hat man? Ich glaube 6 hatten wir vorher 1,5, sind wir bei 7,5. Lizenz hat man eigentlich jetzt auch schon. Ja, 2, oder? War schon, also man merkt wieder halt den überwiegenden Teil Kohlensäure. Ja, okay. Das ist in Ordnung, das kann man lesen. Ja. 7,5 plus 2 sind 9,5 Mundgefühl. Gefühl. Also, man muss hier sagen, Indonesien, warmes Land, ich bin im Urlaub, ich bin im Sommer, ich stehe geile Mädels am Strand in Bikinis, ich stehe dort, es ist warm, ich freue mich, da will ich nicht diesen penetrant herben Geschmack. Also das hat es nicht. Es ist leicht wässrig, aber für ein asiatisches, wenn ich das mit dem Buddha Art Galerie Bier vergleiche, ist es immer noch angenehm, daher. Ja, also die Kategorie ist ja nicht Asia-Bier, weil es gibt für mich 1,5. Ist die Frage, welche Kategorie packen wir dieses Bier? Pilz! Okay, gut, also, ja, das kackt es leider ganz schön ab, muss man sagen. Kost nochmal. Das war jetzt Mundgefühl, ne? Mhm. Es ist noch relativ rund, dagegen will ich gar nichts sagen. Es ist aber. Der Hopfengeschmack kommt auch hier wieder relativ stark zur Geltung. Aber ansonsten kann ich mich leider deinem eher negativen
Völlig vom Anschießen. Also 1,5. Standardding. Ja. Aber ja, ich habe schon wieder vergessen, wie viel wir vorher hatten. Verdammt. Ich auch. Warte mal. Wir hatten 2,5 fürs Design. Wir hatten 2 für die Essenz, 4,5. Wir hatten... Also ich glaube, wir hatten 7,5. Mit 1,5 haben wir 9. Also Geruch noch 1. Ach, ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. 10. Ja. Wir haben jetzt 10 Punkte, sag ich mal. Jetzt machen wir noch einen Nachtrunk. Weil so ungefähr in der Kategorie um die 10 Punkte. Genau. Und nach 10 Punkte letztes Ich glaube, wir haben 10,5. Wir hatten vor uns 9 gemacht, jetzt sind es 10,5. Ja. Nachtrunk. Ja, wässrig. 1 Punkt. 11,5 Punkte, aber da läuft euch das Wasser im Mund zusammen. Mehr Wurst geht nicht. Das ist die ultimative Wurstverwertung. Die ultimative Männersoße. Ja. Weißt du, woran mich das gerade ein bisschen erinnert? An Polter Fleischerbräu. Oder? Da trinkst du am Zähne. Du willst du mehrfach. Also. Ja. So, wir ergänzen das natürlich hier noch ein wenig, aber das soll ja auch kein Kochkanal werden, ja, deswegen... 11,5 Punkte, in diesem Sinne, reine, aber gediegen!